Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Ja, was gibt's hier noch Interessantes zu tun? An sich sieht's gar nicht so groß aus. Also sehen wir gar nicht so groß aus. Aber unsere Feinde sind halt auch winzig, ne? Und der größte ist jetzt noch Geten und Syrakus. Die sind bis hier unten. Und ja, hier. Also die größten sind ja jetzt Pergamon. Die sind unsere Waffenbrüder. Geten, wir und Syrakus. Lusitana, die waren auch richtig groß. Die haben wir jetzt aber eigentlich schon besiegt. Sind jetzt noch so Nadelstichtaktiken, was die da fabrizieren. Nur noch nervig, aber nicht schlimm. Genau. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt letztes Mal, ist das meine Farbe? Ja. Sorry, die Sonne scheint so in diese Ecke. Genau hier scheint die Sonne hin. Dementsprechend ist das ein bisschen blöd. So. Hier mit Speeren ist immer gut. Ah, cool. Und der bekommt auch das da und Hingabe. Gut. Genau, wir haben jetzt letztes Mal gesagt, dass wir die Lusitaner hier weghauen. Dann straight Richtung Osten. Also nicht gegen die, sondern hier hin. Und dann eine Geten angreifen, sobald die beiden besiegt sind. Und dann sind die beiden auch besiegt und dann kann die Armee auch hier straight nach da. Die geht dann nach da oder so. Genau. Und dann von hier nach da. Genau. Was machen wir mit Britannien? Die müssen wir eigentlich auch noch einnehmen. Bin ich eigentlich gar nicht der Fan von. Aber okay. Das könnte sogar die Spartas Furz. Okay, furzen wir mal auf Britannien ein. Wie das klingt, ne? Genau, das könnte der unser Furz machen. Genau. Ja. Ja, dann switchen wir mal durch. Also, den haben wir gemacht. Den haben wir dann gemacht. Den haben wir gemacht. Beziehungsweise noch nicht. Geh mal raus. Ja, komm. So. Ach, drei Sklaven. Wollen wir gegen die kämpfen? Ja, muss auch nicht. Die haben wir gemacht. Was ist der da? Den haben wir gemacht. Was machen die da? Ah, ist eine Defensiveinheit, ne? Gegen die Geten. Die lasse ich mal da. Der heuert weiterhin Bogenschützen an. Der geht mal hier hin und fängt an zu plündern. Ich meine, wenn die KI das bei mir ungestraft machen darf, darf ich es auch. Okay. Der paddelt mal da hoch. Den habe ich gemacht. Den noch nicht. Okay, dann haben wir alle. Und die was bekommen. Haben was bekommen. So. Ja. Da habe ich ja letztes Mal aus Versehen angenommen, ne? Hm. Ja, wir haben unseren Weg gewählt. Richtig. Ernsthaft. Wie kommt der einfach rüber und ich, hier, die Armee, kann nicht über den Fluss, sondern kann bis da hinten laufen. Das sind 3500 Kilometer. Aber sie kann nicht über den Fluss. Aber warum kann er jetzt über den Fluss? Gleichberechtigung am Arsch. Naja.
Wieso habe ich eigentlich gesagt, dass ich das spielen werde? Der hat ja. Ja nun, das wird eigentlich eine schnelle Schlacht. So geht er jetzt hier hoch. Okay. Wenn der da oben bleibt. Dann bin ich okay damit. Ich traue dem irgendwie nicht. Schau, jetzt ist er hinter dem Gebäude und... Ja, okay, jetzt kann ich auf die schießen, aber hier konnte ich gerade... Schau, ich kann nicht schießen, aber der konnte schießen. Das ist so. Manchmal ist es echt nervig, wenn man auf Legendär spielt. Jetzt kann ich wieder nicht schießen, weil hier ein Haus ist. Aber er konnte schießen. Also letzte Runde konnte er, also seine Steinschleuderer einfach meine geht zurück. Der konnte letztes Mal einfach meine Pikeniere wegballern, obwohl die hinter einem Haus waren. Naja. Okay. Nicht zu selbstsicher sein, weil der macht dann manchmal echt, also der bleibt die ganze Zeit stehen und dann plötzlich macht er einen Riesensprung. Und dann greifen alle gleichzeitig an und man hat verloren, so ungefähr. Ja. Aber der lässt sich gerade schön wegballern. An sich hätte ich ja, also wenn der normal gespielt hätte, hätte ich es natürlich nie geschafft. Aber vielleicht schaffe ich es auch jetzt nicht. Kann sehr gut sein. Schau, der kann da nicht hinschießen. Es ist so lächerlich. Klar, also ich finde es an sich nicht lächerlich, dass man mit Steinschleudern das nicht machen kann. Aber wenn er das machen kann, wieso? Kann ich das nicht machen? Na naja, egal. Ich meine, Steinschleuderer, die sind eigentlich so vom Schuss her wie
Ah, naja, wie Armbrüste, naja. Also, das Ding ist halt, die haben halt einen sehr viel flacheren Schusswinkel. Und Bögen, die können ich hier einfach so in so einen mega hohen Bogen schießen. Ja, Bogen. Und das kann halt Steine nicht, also. Wieso die das jetzt in Troja geändert haben, weiß ich auch nicht. Das Lustige ist ja, wenn wir den jetzt komplett wegschießen, was nicht passieren wird, weil die Munition von denen schneller ausgeht. Aber wenn wir den jetzt komplett töten würden, dann hätten wir noch die Schwertkämpfer und gegen die Fernkämpfer. Und gegen die würden wir wahrscheinlich verlieren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, gut, dann gehen wir mal auf Konfrontation. Kacke, jetzt kommt ihr auch. Das ist nicht gut. Unser General wird angegriffen. Fährkämpfer bereit. Schnelles Marschieren. Steinschleuderer. Zerstückelt sie. Jugendliche. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Beeilt euch. Okay, der schaut zu mir, oder? Ja. Der gewinnt eh. Die eine Einheit von den Generalen hätte eh gereicht. Ah, Mann. Na, egal. So im Late Game finde ich auch richtig schade von Rome Total War, dass es da eher weniger zu richtig spannenden Gefechten kommt. Also irgendwie so zwei Full-Stack-Armeen, richtig geil ausgebaute Einheiten treffen aufeinander. So. Also zwei Doppel-Armeen oder eine Full-Stack-Armee von mir aus. Das kommt echt selten vor. Da muss man wirklich ja schon in Koop spielen. Apropos Koop, ist ja auch nochmal. Müssen wir ja auch mal weitermachen hier. Eine wunderschöne junge Hetäre wurde von hiesigen Frauen gesteinigt, die neidisch auf ihre Schönheit und ihr Talent war. Die Frauen bestrafen. Das ist, an sich ist das, glaube ich, sogar die falsche Entscheidung. Aber ich habe es jetzt gemacht, weil ich das Kacke von den Frauen finde.
So. Einfach steinigen, weil man neidisch ist. Juhu. Okay. Jetzt geh mal aus dem Weg. Ich will hier die Stadt haben. So. Oh, ich habe Holz. Sehr schön. So, was macht ihr jetzt? Ich hoffe, ihr seid ruhig. So, gut. Jetzt gehen wir hier hin, machen das da. Das finde ich halt bei der anderen Challenge, die ich gerade mache, finde ich es halt richtig... Finde ich es halt richtig spannend, weil... Also da finde ich zum Beispiel ein bisschen zu viel, weil da ist eigentlich jede Runde ist... Ja, jede Runde hat was von wegen Fullstack-Armeen aufeinander. Und zwar jede Runde. Mehrmals. Das ist ein bisschen heftig. Da kommen wir nicht wirklich vorwärts. Ah, okay. So, du auch ein Tempel und hier Versammlungsort. So. Oder was ist denn hier gerade los? Nahrung haben wir komplett. Korruption haben wir auch bald komplett. Dann machen wir mal Korruption auf ein Minimum, was richtig nice ist. Ist richtig, richtig gut. So, hier können wir auch ausbauen. Weil hier haben wir plus 32, das ist richtig nice. Gut. An sich ist im Late Game, wenn man zusammenspielt, ist das richtig cool, weil erstens ist jede Schlacht spannend, weil es da nicht nur um die Stärke der Einheiten geht, sondern wirklich um die Strategie. Und die KI ist nicht so strategisch fortgeschritten, würde ich mal sagen. Die versucht das Ganze halt mit der Masse zu konzipieren und mit Boni. Also wenn man auf legendär oder sehr schwer spielt, wie wir, haben die halt richtig starke Boni. Also Rüstungsboni und Schadensboni. Geschwindigkeit auch und ja. Dementsprechend sind die Gefechte auch knackig, aber wenn man so eine Grenze überschritten hat in dem Spiel und seine 3-4 Fullstack-Armeen fertig hat, dann ist es halt richtig heftig. Also das Einzige, was dann noch schief gehen kann, ist die blöden Agenten. Die können einen richtig nerven und sinnlose Bürgerkriege. Genau. Wurde für alle sichtbar der Prozess gemacht. Dies erschien Aphrodite zu gefallen, wenn auch ihre Familie anders drüber dachten. Verärgerte Bevölkerung und öffentliche Ordnung -2. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, dass die Familien jetzt sauer sind. Okay, es waren deren Töchter, ja. Aber dass die anderen dann sauer sind, ich meine, das war eine Priesterin. Hallo. Okay, egal. Kann uns sowas von egal sein.
Du gehst jetzt wieder hier hin, räumst da zu Hause mal wieder auf, weil der hat Bullshit gemacht. Du räumst hier auf. Und dann gehört Spanien, Portugal uns. Und ist komplett befriedet. Nice. Spanien war übrigens extrem wichtig für nee, brauchen wir da nicht. Für Sparta war da nie. Das war extrem wichtig für Rom, weil die hatten extrem viele oder extrem hohen Silbervorkommen. Scoute mal ein bisschen. Ich gehe mal hier lang. Weil die da würden die jetzt aufhalten. Auch wenn er der extrem viel. Ja, ich mach nochmal die da. Und die da. So, jetzt können die nichts machen. Now they can't do anything. Und zurückgehen geht auch nicht mehr. Weil da steht die andere Armee. Und nach oben, nach Norden gehen, geht auch nicht mehr. Weil da steht die Armee von Messenia. So. Und der hat jetzt auch überhaupt nichts mehr. Was echt seltsam ist. Also wenn man so eine... Ja, wobei, also wenn man so so ein großes Reich hat und dann wird man komplett erobert, dann hat man wahrscheinlich auch überhaupt kein Geld mehr. Also gar kein Geld mehr, um irgendwie eine Armee aufzurüsten oder also zu rekrutieren. Ja. Sie greift an. Oh. Gut, aber diese Schlacht werden wir erst in der nächsten Folge machen. Weil sonst wird es schon wieder so lang. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es jetzt wirklich ein bisschen wenig Schlachten gibt. Nächste Runde gibt es eine Schlacht. Entschuldigung. Und wenn ihr ein Let's Play schauen wollt, wo eigentlich jede Runde mehrmals gekämpft wird, könnt ihr zu der Tier-Challenge switchen. Da spiele ich Seleukiden und da darf ich nur Tiere bauen, also Streitwagen, Elefanten, Kavallerie, Kriegshunde, also kann ich jetzt noch nicht, weil wir immer noch eigentlich in unserem eigenen Reich sind und von allen Seiten überrannt werden. Aber dementsprechend ist es spannend, weil eigentlich, wenn wir gerade alle Armeen abgeschlagen haben oder weggeschlagen haben, abgedrängt haben, kommen die gleichen nochmal. Also ja, ist manchmal ein bisschen zu viel. Aber genau, wenn ihr ein bisschen mehr Action haben wollt, schaut dahin. Und vor allen Dingen so Strategie mit nur Kavallerie ist sehr schwer, aber es ist möglich. Genau, dann mach's gut. Bye bye.